So Freunde, seid ihr grüßt. Jetzt gibt es erstmal wohl auch vielleicht zwei, drei Reisevideos. Es geht runter an der Côte d'Azur. Wir haben jetzt 500 Kilometer hinter uns. 500 haben wir uns jetzt noch vor uns bis Lyon. Da werden wir erstmal übernachten. Und morgen geht es dann weiter runter nach Saint-Tropez die Richtung. Und die anderen Tage dann rüber nach Spanien, eventuell noch nach Portugal, wie wir es schaffen. Letztes Mal sind wir ja die andere Strecke gefahren, über Schweiz, Österreich, Italien, dann unten die Küstenstraße lang, Richtung Monaco und Saint-Tropez. Und diesmal fahren wir halt die andere Strecke, mal gucken, wie die ist. Wie gesagt, übernachten tun wir jetzt erstmal in Lyon. So, wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen, sind irgendwo, ich weiß noch nicht wo, hinter Lyon. Müssen jetzt noch 4 Stunden bis Saint-Tropez, das reißen wir morgen ab. Sind jetzt über 1000 Kilometer gefahren, bin jetzt auch platt. Werde jetzt noch duschen gehen, dann noch ein bisschen Essen machen und dann auch schlafen. Und Stellplätze sind ja auch noch jede Menge frei. Ja, ist alles hier abgegrenzt mit Hecken, hat man so für sich sein eigenes Reich. Und wenn heute nichts mehr Spektakuläres passiert, dann melden wir uns morgen wieder. So, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht haben wir wundervoll verbracht, haben geschlafen wie so ein Stein. Ich hole jetzt noch Baguette, haben wir gestern noch bestellt hier. Und frühstücken, kochen noch einen Kaffee und dann geht's weiter Richtung Saint-Tropez. Jetzt mal auf dem Weg nach Port-Cremaux und gucken uns da mal den Hafen an. Das ist sowas wie Klein-Venedig. Da liegen die Boote direkt vor den Häusern, wie bei uns die Autos vor den Häusern stehen. Hier, ich zeige euch mal. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. So, wir werden uns jetzt ein Boot mieten und hier im Hafen ein bisschen rumschippern, weil hier stehen überall Yachten an den Häusern und das wollen wir uns mal angucken.
sind jetzt immer noch im Port Grimaud und werden jetzt uns ein Boot suchen, wo wir dann nach Saint-Tropez rüber schippern können. Und dann werden wir da den ganzen Tag noch verbringen heute. Und dann muss ich mal gucken, Sonnenlinien will ich ja auch noch mit dem Detektor. Mal gucken, wo ich das mache. Mal einen schönen Strand aussuchen und dann werden wir mal die Tage noch ein bisschen rumsondeln. Und tauchen will ich ja dann auch noch. Und jetzt fahren wir erstmal rüber nach Saint-Tropez. So, wir sind jetzt hier bei den Reichen und Schönen in Saint-Tropez. Wir sind weder reich noch schön, hoffentlich werden wir ja nicht rausgeschmissen. Aber die Boote, der wahre Pracht, also die Größe von den Booten ist der Hammer. Ja, für so ein Boot hier in Saint-Tropez bezahlt man einen Liegeplatz pro Tag ab 2.500 €. Das ist Wahnsinn. Ich sag mal, für die Leute hier sicherlich ein Klacks, die so eine Yacht haben. Jetzt noch mal hier in Saint-Tropez zu der Kirche. Die soll wohl auch so ein bisschen berühmt sein. Gucken wir uns mal an. Wo wir letztes Mal hier waren, haben wir die nicht besucht, die Kirche. Und darum gucken wir heute mal dahin. Hinter mir, da seht ihr die Gendarmerie, wo Louis de Funès seine ganzen Filme gedreht hat. Das ist die berühmte Wache. So, wir sind jetzt wieder zurück von Saint-Tropez. Sind wir auch wieder zurück mit dem Boot. Und wow, sehr schön. Die Sonne knallt. Es ist sehr warm. Und jetzt werden wir noch Abendessen hier irgendwo und dann zurück zum Van. Eigentlich war der Plan, dass wir ja morgen weiterfahren und die Gegend hier verlassen. Aber jetzt haben wir uns doch noch überlegt, ein Chillian zu machen, morgen am Strand, mal so einen Strandtag einzulegen und dass wir dann übermorgen weiterfahren. So, ich habe jetzt mal gegoogelt. Bei den Yachten, die da in Saint-Tropez standen, die Bonviant-Yacht, die blende ich euch jetzt hier nochmal irgendwo ein. Die kostet, das ist eine Charterjacht und die kostet pro Woche 255.000 €. Also wie gesagt, pro Woche zum Chartern. Und zur Verfügung stehen 9 Besatzungsmitglieder. Die Yacht ist 50 Meter lang und ja, ist schon eine Hausnummer. So, wir sind jetzt ein bisschen weitergezogen,
haben jetzt einen neuen Stellplatz, eigentlich direkt am Wasser. Und da will ich heute eventuell mal noch tauchen gehen, wenn nicht so viel Badegäste da sind. Mal gucken, ob wir da noch was Schönes finden. Ich zeige euch mal den Strand hier. Da hinten an dem Strand, da ist natürlich mehr los, aber ich will mein ganzes Tauchzeug nicht bis dahin hucken. Und deswegen werde ich hier mal ein bisschen tauchen dann. Und morgen früh hier mal den Strand noch ein bisschen absuchen. Da könnte ich vielleicht auch nach da hinten gehen, mal gucken. Und jetzt gehen wir erstmal ins Wasser, ein bisschen schwimmen. Ja, und dann ist auch schon wieder Mittag. Und dann, wie gesagt, dass ich vielleicht zum Nachmittag mal hier ein bisschen tauchen gehe. Mit einem Fallschirm hinter dem Boot hinterher habe ich auch noch nie gemacht. Bin zwar schon aus dem Flugzeug gesprungen, aus 5000 Meter Höhe, aber das hier über dem Wasser habe ich auch noch nicht gemacht. Würde ich auch gerne mal machen. Aber wie gesagt, heute Nachmittag gehen wir erstmal eventuell tauchen. Und morgen früh suchen wir dann hier erstmal noch den Strand ab im Detektor. Und jetzt geht es erstmal ins Wasser. So, einen wunderschönen guten Morgen. Eigentlich wollte ich ja gestern noch tauchen, aber wir wollen jetzt noch Pizza essen und noch ein bisschen spazieren und so. Und dann waren die Wellen auf einmal ziemlich hoch. Da wollte ich das jetzt eigentlich früh morgens machen. Ja, leider hatte ich einen Wecker ausgestellt gehabt und habe gesagt, ach, noch 5 Minuten. Und bin dann aber noch mal eingeschlafen. Und weil wir heute weiterreisen wollen, müssen wir jetzt zusammenpacken, so langsam noch frühstücken und dann geht's weiter. Ja, schade, ich hätte hier gerne noch mal getaucht. Aber nur gut, wir sind ja noch länger unterwegs. Mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Eventuell fahren wir hier hinten um die Bucht drumherum und dann auf der anderen Seite hoch, dass wir uns da erstmal hinstellen mit dem Van und da noch 1-2 Nächte bleiben, oder wir fahren weiter runter Richtung Spanien, erstmal nach Marseille und bleiben da in der Nähe erstmal und dann weiter nach Spanien,
Mal gucken, wie weit wir kommen. Oder erstmal, wie gesagt, hier oben, wenn da ein schöner Stellplatz ist, müssen wir erstmal gucken. Jedenfalls packen wir jetzt erstmal zusammen und frühstücken und dann jetzt weiter. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt verstehen könnt, weil ich jetzt kein externes Mikrofon habe. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von Saint-Tropez an den Strand der Schönen und Reichen und haben heute mal einen Badetag eingelegt. Und der Plan ist so, dass ich morgen früh mit dem Detektor hier mal so den Strand ein bisschen absuche. Und tagsüber nehme ich dann mein Tauchzeug und werde hier ein bisschen tauchen gehen. Vielleicht finde ich ja ein bisschen was. Allerdings war vorhin auch schon einer mit dem Detektor hier, allerdings nicht getaucht, sondern mit dem Scoop. Weiß nicht, ob er was gefunden hat. Mal war er draußen im Sand, mal im Wasser. Kann mal gucken, ob wir morgen was finden. Heute war ich ein bisschen schnorcheln und habe aber keine Sichtfunde gemacht, gar nichts. Hoffe, das ändert sich morgen mit dem Detektor. Man wird sehen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier am Strand von Pambellone, oberhalb von Saint-Tropez oder beziehungsweise auf der Rückseite, wo die ganzen Clubs hier sind. Club 55, so ein ganz berühmter Club. Die sind hier aneinandergereiht, die ganzen Clubs, und werde jetzt hier mal den Strand ein bisschen absandeln. Da war gestern Abend auch noch Party am Strand mit einer Feuershow und so. Will ich da mal hingucken und heute Nachmittag eventuell dann auch noch tauchen gehen. So, jetzt sind wir Leitwert. Ach ja. Silberfolie. Hier war Leitwert. Wird sicherlich auch bloß wohl auf Folie sein. Aber ja, voller Folie. So, jetzt haben wir einen 11er Leitwert. Und eine Abziehlasche. So, ein 6er Leitwert. Wird sicherlich auch wieder Alufolie sein. Ja, hier, Alu. Ja, ja, hier sitzen die Leute und trinken ihren Champagner. Da hinten kommt noch einer mit dem Detektor, den ich auch schon absucht.
Jetzt haben wir hier einen Neuner Leitwert. Blei, wie es aussieht. Stücke Blei. So, bis jetzt noch nichts gefunden. So, die Sonne da hinten geht auch gerade auf. Abziehlösche. So, 15er Leitwert. Jetzt sieht es bescheiden aus. 11er Leitwert, 9er bis 11. Jetzt feines Blech oder irgendwas. Da kommt schon der nächste Sandler. Also hier wird regelmäßig alles abgesucht. Und jetzt haben wir hier 14er, 13er, 11er, aber kein schönes Signal. Ach nee, gucke. 2 Cent. Na, immerhin die erste Münze nach fast eine schlagende Stunde. Silberfolie. Jetzt haben wir hier einen 20er Leitwert. Das ist endlich mal ein vielversprechendes Signal. Aber leider auch bloß Blei oder irgendwas. So, bis jetzt sieht es ziemlich mau aus. Jetzt bin ich bestimmt, naja, sagen wir mal 2 Kilometer am Strand lang gegangen. Und hier hinten ist irgendwo der Club 55. Das sind alles so Clubs für Superreiche und Millionäre. Die liegen dann hier hinten mit ihren Yachten im Wasser und gehen dann zum Baden halt hier in die Clubs. Und zum Feiern, habt ihr das gestern auch beobachtet, die liegen dann auf ihre Liegen und trinken Champagner und essen Muscheln und was weiß ich nicht alles. Ja, aber ich muss sagen, der Strand ist sehr sauber. Hab ja auch schon einige Sonntage gesehen und ich denke mal, der wird hier jeden Tag abgesucht, weil kaum Müll vorhanden ist. Wenn ich da überlege, was an der Ostsee für Müll liegt, ja, und hier liegt kaum Müll. Und darum, ich sag mal, da kommen die ganzen Sondler hierher und suchen natürlich auch den Strand ab, ja. Ich werde jetzt noch ein Stück weitergehen und dann gehe ich wieder zurück. Vielleicht habe ich doch noch Glück und finde den einen oder anderen Euro oder ein Schmuckteil oder irgendwas, was ich zwar nicht mehr glaube, aber wir werden sehen.
25er Leitwert. Ein Euro. Der erste Euro. Beziehungsweise die zweite Münze. Jetzt haben wir noch einen 20er Leitwert, nicht tief. So, da haben wir 20 Cent. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich war jetzt so 2,5 Stunden unterwegs. Wie gesagt, ich habe mir mehr versprochen an dem Strand der Reichen und Millionäre. Aber ich habe einige mit Metalldetektor hier gesehen. Und der Strand wird wirklich regelmäßig abgesucht. Also so wenig Müll, wie ich hier gefunden habe, habe ich nirgendwo gefunden. Also da ist in Deutschland Ostsee oder Nordsee extrem vermüllt gegenüber hier, aber es liegt sicherlich daran, dass hier extrem viel gesucht wird. Und ja, was ich gefunden habe, habt ihr ja gesehen, es waren 3 Münzen in der Zeit. 1 Euro, 1 2-Cent-Stück und eben noch ein 20-Cent-Stück. Und das war alles. Ja, mal gucken, ich werde sicherlich noch, wie gesagt, ich fahre jetzt, ja, bleiben heute noch hier und dann fahren wir ja noch an andere Strände Richtung Spanien runter und werde dann da noch ein bisschen weiter suchen. Eventuell gehe ich hier heute auch noch tauchen oder höchstwahrscheinlich werde ich ja noch tauchen gehen. Hoffe mal, dass ich da dann mehr Erfolg habe. Wir werden sehen. Ja, und mit den Münzen liegt halt daran, dass hier extrem wenig Münzen sind, weil das alles Clubs sind, die mit Kreditkarte bezahlt werden und alles. Kaufen kann man ja nichts, wie gesagt, mit Bargeld, ja, wenn man seine Kreditkarte zückt, dann kriegt man ja alles. Und hier sind halt keine Märkte oder sonst was, wo man hier kaufen kann und deswegen haben die Leute hier auch kein Bargeld in der Tasche. Und ja, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das über die Kamera seht, da kommt doch schon mal ein Sondler an. Ja, so viel dazu. War enttäuschend. Und jetzt geht's erstmal zum Wenn. Frühstücken, Kaffee trinken und dann jetzt wohl an den Strand. So, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Die Videos werden sonst zu lang. Morgen geht's dann zum Tauchen. Auch hier am Pampelone-Strand. Mal gucken, ob wir da was finden. Hoffe ich mal, dass es besser läuft wie heute mit dem Metalldetektor am Strand. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder ein Like oder einen Kommentar. Das würde den Algorithmus der Videos verbessern. Ja, und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt gesund, bis bald.